Herzlich willkommen, Markus Termin, astrologisches Stundenbuch, der 13. Oktober 2024, die Sonne in der Waage, der Mond im Zeichen Wassermann, fast den ganzen Tag. Das ist also ein Sonnen-Mond-Trigon über diesen Dingen und es könnte harmonisch sein, wäre die Sonne nicht eingebunden in die Opposition zu Chiron und in das Quadrat zu Mars. Insbesondere das Quadrat zu Mars bietet einen exakten Aspekt heute. Ein Mars-Chiron-Quadrat ist immer potenziell gefährlich und es hängt davon ab, wo in Ihrem Horoskop dieses Mars-Chiron-Quadrat stattfindet. Was tut man damit oder dagegen oder dafür mit dem Mars-Chiron-Quadrat, da es potenziell Sprengkraft hat, Gewaltkraft hat, macht man das eben nicht. Man guckt, dass man seine sieben Sinne beisammen hat und keine unüberlegten Handlungen ausführt und auch Gefahren meidet, Stress meidet, all diese Sachen. Mein Rat, insbesondere wenn dieses Quadrat zu tun hat mit dem dritten oder dem neunten Haus, mehr noch dem dritten als dem neunten. Abends wird dann um 22 Uhr der Mond ins Zeichen Fische wechseln und davor gibt es einen Void-Mond, einen Leerlaufmond, und zwar etwa für 4 Stunden, kurz nach 4 Uhr nachmittags, mitteleuropäische Sommerzeit, und kurz vor 10 Uhr abends macht der Mond keine Aspekte. Und das sind immer diese Phasen, wo man so ein bisschen sich auch tarnen kann, sich auch verstecken kann, sich ein bisschen darauf einstellen kann, dass man da durchkommt. Manchmal ist das nötig, manchmal muss nicht jeder wissen, was man tut. Genau, das ist die Situation. Ich freue mich auf euch morgen. Wer in Kontakt treten will, macht das mit dieser E-Mail-Adresse. Unten im Blog steht, was es kostet. Datum, Zeit und Ort, wo ihr geboren seid. Das wäre schon mal gut. Das Horoskop kommt umsonst zurück. Eine Beratung kostet etwas. Ich freue mich, wenn ihr anruft oder wenn ihr eine Mail schreibt. So viel kostet es nicht.